Oehoera, wild. Das wird wild! Damit ihr daraus kommt, Kilian hat Videos zusammengesucht von Müttern im Internet. Hallo Mutter! Und zeigt mir die jetzt. Also ich wäsche meine Hände in Unschuld, weil ich die vorher nicht gesehen habe. Go, 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 go! Oh. Es wird ein bisschen fies. Ich meine, es ist Muttertag und wir zeigen euch die schlimmsten Mütter. Ich glaube, du wirst die meint oder andere Clip wiederfinden, weil ich glaube, es passiert jeder Mutter. Teilsachen. Ja, allen Müttern, danke vielmals für eure grossartige Arbeit und danke vielmals, dass ihr uns immer wieder unterhaltet mit lustigen Videos im Internet. Oh, das sind so die schönen. Das ist genau so ein Beispiel, wo sorry, einfach mir passieren kann. Das bin voll ein. Ich triff nie und dann lass ich. Apropos, wieso geht es eigentlich nur um Mütter? Es gibt auch Väter, wo schlechte Sachen oder wo Missgeschick haben. Nein. Männer sind unfehlbar. Heute um Mütter, es ist Muttertag. Aber eine kleine Anekdote von Kilian. Der Kilian hat so den Nuki auskochen, damit sie sterilisiert sind für Kilara. Sieht man das? Die Nuki sind geschmolzen. Das ganze Wasser ist verkocht. Die Nuki sind an der Pfanne angeklebt. Die ganze Pfanne ist dahin. Okay, das ist lustig. Der ist geil. Kann ich nicht dagegen sagen, sorry. Mann, das arme Baby. Come on, das ist wieder lustig. Was tut denn da? Oh, der ist ein Klassiker. Wir sind an einem Basketballspiel. Und wenn es einen Korb gegeben hat, einen Punkt, dann klatschen die Leute im Publikum. Und was machst du als Mutter, wenn du gleichzeitig das Baby im Arm hast? Also das kann mir schon nie passieren. Baby, weil I'm watching this game. This lady slapping the shit out of her baby. Watch this. Was? Was macht sie? I know I'm late, but I'm watching this game. This lady's slapping the shit out of her baby. Watch this. Wie soll ich denn klatschen, wenn das Baby da in der Arme ist, dann klatsch ich halt auf ihren Kopf. Oh, was ist das denn? Wenn wir irgendjemand sind und so gemütlich sitzen, mache ich auch so. Ich muss sie ja da umarmen. Wirklich die schlimmste Mutter. Oder? Oh mein Gott, okay. Ich glaube, wir haben. Ja gut, was hat sie erwartet? Aha, was hat sie erwartet? Die Baby? Das ist auch eine Mutter, die ihr Kind unterhalten will. Okay, das ist schon happen. Das ist schon mega dumm. Was macht sie? Vor allem das Kind reagiert nicht mal drauf. Ich glaube, man sagt, Babys vor einem Jahr gibt man keinen Zucker, oder? Das sollte man nicht unbedingt. Sie gibt eine Glasse ihrem Baby. Ja, du weißt nicht, ob es schon eine. Hey, sorry, aber ich sehe hier einen Bart in diesem Bild. Grossartig momentan in der Corona-Quarantäne. Alle Mütter, die das Gefühl haben, sie müssen Home-Fitness machen. Also daheim irgendwie vor dem Bildschirm rumturnen. Ciao, Caleb! Oh! Oh. Hat sie ihn nicht so gut? Ja. Okay, das ist 100% Loredana. Nein! Sie ist so fies! Nein, das ist nicht fies, das ist der Versuch, um mit den Kleinen zu spielen. Wobei der Kilian mal auf die Kleine geschaut hat und gefunden hat, oh, sie ist so herzig brav am Spielen. Wieso haben wir eigentlich so viele Fälle, die du aufzeigst? Ja, bei uns ist glaube ich eindeutig Bad Dad und nicht Bad Mom. Der Kilian mit ihr auf sie aufpassen und gibt ihr ein Büchli. Und sie war es am Anschauen. Sie hat pure Freude gehabt.
Aber er hat irgendwie nicht gemerkt, dass sie irgendwann angefangen hat, Seiten essen vom Buch. Sie hat es einfach gefressen. Vor allem, es ist ein mega schönes Büchlein. Und wie sie einfach gemerkt hat, dass sie die halbe Seite gegessen hat. Nein, die halbe nicht. Sie hat nur hier den Ecke gegessen, aber alles... Ja. Was auch passieren kann, und genau dir, wie du so tollpatschig bist, passt dir. Ja, sorry. Das ist, glaube ich, dir auch schon passiert, dass du mit ihr in die Tür reingelaufen bist. Wir sind irgendwie in einem öffentlichen Verkehrsmittel in New York und die Mutter streitet mit einem anderen Passagier. Und dann... Das macht ja keinen Schlecht. Jetzt musst du auch schauen, was passiert. Was macht sie? Sie findet einfach so. Sie findet einfach so, hold my beer, hold my baby, schmeißt sie über den Arm, gut, go fighten. Einfach ein wildfremder Typ. Also, sie kennt den nicht. Sie kennt den nicht, sie hat auch ihr Baby geworden. Nein, sie wirft, oder? Okay. Okay, das ist definitiv eine schlechte Mutter. Ja, was man auch machen. Okay, das finde ich geil so. Okay, mein Kind soll sich nicht bewegen. Ich brauche kurz einen Moment Zeit. Und was kann ich machen, damit mein Kind nicht davor rennt und nichts macht? Kannst du ja nicht an der Leine. Hängst du auch an der Leine? Ich glaube, die einzige Möglichkeit als Mutter, dass man 2 Minuten ruhig aufs WC kann. Ist geil. Auch mal das Kind am Bügel hängen. Das finde ich geil. Das ist ja geil. Das passiert einem, glaube ich, wirklich mit dem Kinderwagen. Checkt man nicht, dass man ja viel weiter vorne ist. Sieht man auch auf der Strasse. Richtig brutal, wenn die Mütter so mit dem Kinderwagen schon halb auf dem Fußgängerstreifen stehen. Weißt du, frag mich auch, wer hat die Leine für Kinder erfunden? Haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, so Mütter oder Väter, die ihr Kind an einer Leine haben? Ja, jetzt mal wirklich aus absoluter Ahnungslosigkeit raus. Gibt es irgendeinen Grund für die Leinen? Also gibt es irgendwie einen psychologisch ärztlich verschriebenen Grund für die Leine? Keine Ahnung. Nein, es gibt keinen Grund. Ich kenne mich nicht aus, vielleicht. Keine Ahnung. Es gibt keinen Grund, sein Kind an der Leine zu nehmen. Es ist kein Hund. Ich glaube, wir machen mal eine Reihe mit Fails von Vätern. Da können wir dann auch alle Fails von Kilian mit einbauen. Ich glaube, es kommen zukünftig noch ein paar mit dazu. Oh, es war grossartig. Ich hoffe, ihr liebt jetzt eure Mütter umso mehr, dass ihr so Sachen hoffentlich als Kind nicht haben müsst. Ja, komm, das eine oder andere. Eben. Ja, whatever. Schön, dass ihr dabei seid. Das war es mit diesem Video. Geben uns einen Daumen nach oben und tschüss miteinander. Ciao!